Ich werde wohl den Blumentopf verpulvern. Wenn es nicht anders geht. Aber was dann? Schade um das Achievement. Das war nur, ich hätte ihn kriegen können. Letzte Kraft, ja. Da haben wir zwei andere Achievements gekriegt. Ich habe sogar nachgeguckt, wir hätten den. Es hätte ein Achievement gegeben. Wenn wir den Blumentopf bis zum Ende mitgenommen hätten. So, na dann. Letzter Blumentopfkraft. Was mache ich denn jetzt hier? Und Bauer. Bauer sage ich. Tja. Und nun? Selbst der Blumentopf alle. Wir noch versuchen, was zu angeln. Hier gibt's nichts. In der Richtung nichts. Tja, deprimiert. Der Sturm hat aufgehört. Vielleicht haben wir jetzt Chancen, mit dem kaputten Segel noch irgendwas zu bewirken. So. Wenigstens das funktioniert noch. Ich bitte um Verzeihung. Ja. Da drin ist alles kaputt. Ist hier gerade höchste Geschwindigkeit. Selbst den verdammten Blumentopf mussten wir verpflanzen und mussten wir verfeuern. Was ich die ganze Zeit versucht habe zu vermeiden. Dann sehen wir aus dem Sturmgebiet heraus. Da steht da der Peter.
Licht. Die Sonne. Ein Hoffnungsschimmer. Ja, da sehe ich doch schon ein Schiff mit Wasserrad, Mühle, eine Boje. Ein bisschen Naturbetrachtung. Was sollen wir anders tun? Wir können ein bisschen vorausschwimmen. Die Neuerungen nutzen, die das Spiel uns gibt. Schwimmen zu können. Ich glaube, wir sollten aber nicht zu weit weg vom Schiff. Weil das Segel kann auch mal. Der Wind kann sich auch mal drehen und das Segel wieder runtergehen und dann kommt das Schiff nicht hinterher. Das wäre ja schlimm. Au, ich dachte, ich könnte ins Wasser springen. Eine Runde ums Schiff. Oha. Ja, wir sollten nochmal wieder reinziehen. Jetzt hängen wir noch irgendwo fest am Ende. Ich dachte ja schon inzwischen was geangelt. Wie lange wird denn, wie wir den hier durchgezogen haben? Der muss uns doch krass zurückhalten, der müsste fast wie ein Anker sein. Haben. Okay, der hat natürlich nichts. Sure. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Kennt Text nicht ganz. An der Nordseeküste. Am norddeutschen Strand sind die Fische im Wasser und selten an Land. Ja, ich bräuchte mal ein eingezogenes. Oder auch nicht. Bleib so. Ja. Ich müsste da mal hoch. Ich finde dort oben ein Schmeißgerät und. Und ein bisschen Munition, wollte ich gerade sagen, aber ein Antriebszeugs.
Oha. Wieder ein kleines Jump and Run. Aha, wieder so ein Turm. Und nun? Aha, das wird uns später wahrscheinlich noch was bringen. Ups, hier mal hoch. Was für gigantische Bauwerke hier. Oder wir sind nur einfach winzig klein. Das kann es natürlich auch sein. Ich glaube, in die Richtung soll was eher drehen. Ah, dann können wir dort vor. Ich sehe da schon die blauen Halterungen. Da was dran rütteln. Oha, ihn gesperrt. Nun. Können wir jetzt? Können wir nicht. Dass wir irgendwie rüberkippen könnten. Aha. Können wir. Das ist so eine Art Kralle. Das erinnert mich jetzt hier gerade an Man in Black 3, müsste es sein. In die Szene. Da beim Raketenstart. Der Start. Au. Muss mal wieder Man in Black gucken. Aha. Jetzt zieht irgendwas herauf. Kranführerschein. Das hat uns jetzt was gebracht. Das hat er durchtauchen können, glaube ich. Aua. Schauen wir noch mal da oben nach. Ich muss auch jetzt unten durch, aber ich meine, wir können nicht unten durch. Wir haben keine Energie zum Tauchen. Also erstmal nach oben. Auch lang. Hier wollen wir aber nicht lang. Hübsche Tapsgeräusche hier.
von Metall. Muss man auch mal loben. Okay. Wir kommen jetzt nicht mehr hin. Das können wir nicht mehr drehen. Ich weiß nicht, ob dieser Junge oder dieses Mädchen hier überhaupt noch heilige Knochen und ungebrochene Knochen im Körper hat. So wie der hier aus hohen Höhen runtergefallen ist. Okay, das schaut so aus, als ob er da. Aber das frei gemacht haben, damit wir mit dem Boot durch können. Aber wie? Ein Antrieb. Antrieb. Wundervoll. Das hätten wir auch früher gebraucht, bevor wir den. Hier noch mehr Antrieb. Gebraucht, bevor wir das das Blümchen verpulvern. Und wo bin ich? Und wo ist das Schiff? Vermutlich eher in eine andere Richtung. Ganz genau. Ich hoffe, das eine Fass hier reicht erstmal ein bisschen, bis wir das andere hochgeholt haben. Hurra. Rückwärtsgang. Ganz dringend brauchen wir das, was dort hinten ist. Endlich fährt das Ding wieder. Musik in meinen Ohren. Zurück zum Boje. Stoppt hier bei der Boje. Wieder nach vorne. Das war doch die Boje, oder? Oder war das eine andere? Werden wir rausfinden. Ja, exakt, die war es. So, ich finde die Geräusche. Ganz aufmerksam.
Oha. Ein Schweißgerät. Und viel. Viel Munition, würde ich sagen. Zeugs. Wer lässt den Blumentopf kennen? Wer lässt keinen Blumentopf mit dabei? Fände ich gut, wenn das hier hin könnten. Wow. Das hätten wir im Sturm gebraucht können. Diese Menge an. Treibstoff. Damit können wir jetzt eine Weile fahren. Erstmal keine Treibstoffnot mehr. Hurra! Ich hätte gern das noch dort unten gehangen. Kriegen wir jetzt alle Plätze voll hier oder was? Naja, fast. Lieber mal runterholen in die Sachen. Lieber unten als oben. Da muss ich gleich einsatzbereit. Das ist so alles voll. Na dann. Das gleich nachhängen. Den noch zusammen. Wir. Und jetzt würde ich mal gleich auf den Hauptgang gehen. Ja, noch ein bisschen bleiben. Und jetzt nach vorne. Jetzt tauchen wir gleich ganz schnell. Haben wir die Kette schon eingeholt? Ja, haben wir. Den hätten wir mal reparieren sollen. Das ist jetzt natürlich schlecht. Ein Tauchgang. Thank you.
Ich muss offensichtlich erstmal löschen. Was ein Chaos. Löschen und reparieren. Das unter Wasser. Unter Wasser schweißen war schon immer eine gute Idee. Jetzt bräuchte man mal einen Schweißer, der uns sagen kann, ob das wirklich realistisch ist, ob man unter Wasser überhaupt schweißen kann. Ich damit natürlich jetzt null aus. Jetzt kratzt noch mal ein bisschen am Boden. Oh ja. Mehr Energie. Ich würde mal, glaube ich, wieder auftauchen. Eisschollen. Das ist nicht gut, da sollten wir doch lieber tauchen. Aber was soll's. Die nachschieben. Nein! Gerade gelöscht, da geht's hier wieder. Raus die Energie. Jetzt kann der Eisberg uns nichts mehr anhaben. Volldampf voraus. Ist noch Segel. Hier ist noch Segel, sagte ich. Dann können wir hier Power machen. Da ist wohl der Dampf ausgegangen. Okay. Hoffen wir, das tut sich von alleine irgendwie. Thank you.
mal mit den Power rein. Dass wir mal Highspeed fahren hier mit dem blauen, mit der blauen Energie noch dazu. Dann machen die Säge sich von selbst. Löschen. Oder bleiben. Nein, nicht das Feuer löschen. Katastrophe. Jetzt ultimative Power aktiviert. Ja, toll. Kommt genau rechtzeitig.